bin Carsten in Mahl. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Also ich bin heute also mal wieder in Mahl losgelaufen. Das heißt, heute geht es wieder in meinen Hauswald, die Hart. Bin ja im April schon mal eine Tour hier gelaufen. Da bin ich zu dem Feuerwachturm bei Flasheim gelaufen. Heute soll es dann zu dem anderen Feuerwachturm gehen, zu diesem Holzwachturm. Bin schon lange nicht mehr da gewesen. Und mal gucken, ob ich den noch finde. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Den ersten Teil des Weges bin ich damals im April schon gelaufen, als ich zu dem ersten Feuerwachturm gegangen bin. Und ich muss sagen, ich mag das eigentlich ganz gerne, mal zu verschiedenen Jahreszeiten denselben Weg zu gehen oder Teile des Weges zu gehen, da man dann auch wirklich mal die Unterschiede in der Natur sieht, beziehungsweise den Fortschritt, was das Zuwachsen angeht. Und deshalb habe ich die Tour jetzt heute so gewählt. Ich hätte auch ein bisschen anders gehen können. Dann hätte ich einen komplett neuen Weg gegangen. Aber so hat man dann auch mal den Vergleich zu ein paar Monaten. Ja, und hier ist der Weg dann auch schon fast zugewachsen. Im April, als ich hier war, war der Weg auch schon fast nicht zu erkennen. Nur da war natürlich rechts und links des kleinen Pfades natürlich auch noch nicht so viel Grün. Da war eigentlich auch nur Wiese. Nun gut, schauen wir mal, ob wir den weiteren Wegverlauf finden. Ich glaube, es muss hier lang gehen. Und wie sollte es auch sein, auch hier hat mir mal wieder einer einen Baum in den Weg geschmissen. Ist schon eine lustige Sache im Moment mit den Bäumen. Ja, so kann es gehen. Bin noch ein bisschen enttäuscht, weil ich stehe jetzt hier am Feuerwachturm, beziehungsweise stehe ich hier am Fundament des ehemaligen Feuerwachturms. Was ich nicht wusste, den gibt es nicht mehr. Naja, war auf jeden Fall bis hier eine schöne Tour. Ich mache jetzt mal ein bisschen Päuschen, da vorne steht eine Bank. Auch wenn die Straße hier nicht allzu weit weg ist und man sie ständig hört, mache ich jetzt trotzdem hier die Pause.
und dann schauen wir mal, was der Rückweg so bringt. So, das Wasser kocht. Dann gibt es jetzt erstmal einen Tee. Ja, so kann's gehen. Naja, der Wetterbericht, der scheint auch nicht so ganz recht zu haben. Die haben für heute späten Nachmittag, frühen Abend, haben so schweren Regen angesagt. Aber so wie sich das jetzt schon zuzieht, sieht so aus, als könnte es auch gleich schon anfangen. Von daher ist es wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm, dass der Wachturm gar nicht mehr da ist, weil die Aussicht, die wäre heute wahrscheinlich eh nicht so besonders. So, alles sauber, dann kann es jetzt ja weitergehen. Das ist hier ein ganz toller kleiner Waldpfad. Ich habe die Strecke zu Hause am Computer geplant, weil der Rückweg oder der mir bekannte Rückweg, das wäre so ein Waldhighway gewesen. Und scheint, ich habe mir eine schöne Strecke ausgesucht. Langsam wird es immer dunkler im Wald und ich glaube kaum, dass das daran liegt, dass das Blätterdach immer dichter wird. Wird wohl eher bald anfangen zu regnen. Deswegen beeile ich mich auch gerade so ein bisschen. Vielleicht habe ich dann noch die Chance, trocken nach Hause zu kommen. Jetzt bin ich schon fast wieder zu Hause bei meinen Eltern. Sind jetzt noch 10 Minuten zu laufen oder so. Das Wetter hat sich zum Glück
gehalten. Es kam zwar vorhin mal so ein paar Tropfen runter, aber das war nicht so, dass ich jetzt dafür ein Poncho hätte überschmeißen müssen. Von daher bin ich ganz zufrieden, wenn ich jetzt gleich trocken zu Hause bin. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.